Hallo meine Lieben, schaut mal, wer hier neben mir ist. Oh mein Gott, die Barbara. Unglaublich, ich kann es nicht fassen. Ich bin heute in Köln beim Beauty Press Day. Und ich darf neben der Barbara stehen. Schaut mal, wie schön sie ist. Wahnsinn. Ja, und wir sind hier beim Shavens-Stand. Alles richtig ausgesprochen? Ja. Yay. Ich habe den Werbespot gedreht, Anfang des Jahres. Wahnsinn. Mega. Du bist quasi das Gesicht für Shavens. Shavens. Ich werde es nicht lernen, aber ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt deswegen. Du sagst es aber sehr charmant und sehr süß. Ja, danke. Ja. Okay, meine Lieben, also wenn ihr sehen wollt, was hier noch so passiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ich bequatsche jetzt noch ein bisschen die Barbara, die Arme. Die ist froh, wenn der Tag zu Ende ist. Also, bis später. Es waren so, so viele tolle Marken mit dabei, sehr hochwertige Marken. Alle Mitarbeiter haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, uns über die Produkte zu informieren. Wir haben natürlich auch ein paar Goodies bekommen. Falls ihr jetzt irgendeine Marke seht, die euch besonders interessiert, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann werde ich euch zu den Produkten eine Review machen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel Dermasens. Da habe ich euch ja auch schon ein Video zu gemacht. Ich liebe diese Marke und habe mich natürlich auch gefreut, dass sie beim Beauty Press Day dabei war. Über die Firma Marbert habe ich mich auch sehr gefreut. Da war es nämlich richtig cool, da durften wir uns unsere Goodie Bags selbst zusammenstellen mit den Produkten, die wir eben vorher getestet hatten. Über dieses Produkt hier freue ich mich doch am meisten, diese Bath & Body BB Lotion. Bei der ist es nämlich so, dass da Mikropigmente enthalten sind, die dann beim Auftragen platzen und den Tönungseffekt verleihen. Also da werde ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Ständen, die Yvette und ich, und es ist super interessant, aber es ist auch echt ganz viel Input. Und ja, wir trinken jetzt mal schnell einen Kaffee und dann geht's weiter. Super interessant fand ich die Lippenprodukte bei Mary Kay. Da durfte ich mir auch was mitnehmen und auch hier werdet ihr mit Sicherheit noch eine Review von mir bekommen. Bei Alverde waren wir natürlich auch noch. Da gibt es eine neue Pflegeserie und sobald sie im Handel erhältlich ist, werde ich mir die kaufen und werde euch auf jeden Fall darüber berichten. Lily Rose ist jetzt schon bei Müller erhältlich und zwar für 7,99 Euro könnt ihr das kaufen. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Verlosung und zwar habe ich das für euch ergattern können. Ich verlose dieses schöne Set mit den vier Parfums. Die könntet ihr regulär auch schon kaufen bei Rossmann zu je 2,99 Euro. Falls ihr das gewinnen wollt, schaut einfach mal unten in die Infobox. Da schreibe ich euch alle Teilnahmebedingungen rein. Ich möchte mich natürlich noch ganz, ganz herzlich beim kompletten Team bedanken. Danke für die Einladung, danke, dass ich dabei sein durfte. Hello, hello, neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt in die Stadt zu meinem Bruder und feiern meinen Geburtstag nach. Ich erzähle euch noch ein bisschen von gestern, wenn wir dort sind, denn meine Mäuse warten schon unten im Auto. Deswegen würde ich mal sagen, los geht's. Ich nehme euch mit zu meiner Geburtstagsfeier. Ja, ich freue mich schon voll auf alle. So, meine Lieben, ich bin jetzt angekommen bei meinem Bruder und er verarscht mich die ganze Zeit. Ich kann einfach kein Intro drehen, weil er jetzt meint, Klavier spielen zu müssen. Wir mixen jetzt zusammen ein paar Aperitive für meine Gäste.
Und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie wir das machen, wenn er jetzt mal aufhört, Klavier zu spielen, würde ich sagen. Und dann möchte ich zu essen bestellen, ich habe nämlich Hunger. Hallo, das ist mein Geburtstag, nicht deiner. Also, wir mixen jetzt mal Aperitive. Als Basis haben wir immer den Aperitivo Rosato von Ramazzotti genommen. Der eignet sich wirklich perfekt für leichte Sommerdrinks, der richtig schön fruchtig und frisch ist, mit Hibiskus- und Orangenblütenaroma. Wir haben verschiedene Kreationen ausprobiert, mein Bruder und ich. Und zwar zum einen mit Bitterlemon oder mit Schweppes, Indian Tonic Water, Prosecco. Und dann hatten wir natürlich, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, Basilikum, Limette, Minze oder Himbeeren. Und wir haben dann noch was ganz Eigenes kreiert, und zwar mit einem Apfel-Mango-Orangensaft. Das war wirklich auch super lecker und ist super gut bei meinen Gästen angekommen. Ich schreibe euch gern alle Rezepte mal unten in die Infobox. Falls ihr das nachmachen wollt, schaut da einfach mal rein. Es ist super einfach und ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen. Und für meine Kinder gab es natürlich die alkoholfreie Variante, aber auch schön zurechtgemacht, denn sie wollten natürlich auch mit uns anstoßen. So, wir haben jetzt zu essen bestellt und ich habe jetzt hier einen alkoholfreien Drink. Ja, ich freue mich jetzt, dass alle da sind und wir feiern jetzt ein bisschen zusammen. Da ist mein Luquito, der hat schon das Essen angefangen. Ja, und unser Essen dauert noch ein bisschen. Die anderen sind kurz rausgegangen, die müssen nämlich was holen. Was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jeder von uns bekommt jetzt noch so einen leckeren Nachtisch. Das hat mein Bruder gezaubert. Und zwar ist das Palantinken mit Vanilleeis, frischen Früchten. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich mache jetzt langsam mal die Kamera aus, damit wir noch schön gemütlich zusammensitzen können. Ich hoffe, dass euch natürlich mein Video gefallen hat. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.